Predigt für den 16. Juli 2023, Pater Hermann Ling, 14. Juli 2023. Hütet euch vor den falschen Propheten. Vor knapp 7 Jahren, Oktober 2016, habe ich eine Pressemeldung veröffentlicht, AfD und Unrechtsstaat. Gegen Dubravko Mandic, Vizevorsitzender des AfD-Landesschiedsgerichts Baden-Württemberg, ist ein Strafverfahren wegen Beleidigung anhängig. Mandic hatte auf seiner Facebook-Seite eine Fotomontage veröffentlicht. Angeklagte bei den Nürnberger NS-Prozessen hatten nun zum Beispiel die Gesichter von Claudia Roth, Cemetz Demir und Anton Hofreiter. Und dafür haben diese Politiker gegen Mandic Strafanzeige wegen Beleidigung erstattet. Inzwischen gab es auch schon eine Hausdurchsuchung bei Mandic, inklusive Beschlagnahme eines Laptops. Mandic kommentierte dies: Selbst wenn der Vorwurf der Beleidigung zutreffe, was er nicht tut, denn wir haben in Deutschland noch immer Meinungsfreiheit, so wäre eine Hausdurchsuchung bei mir wegen einer bloßen Beleidigung vollkommen unverhältnismäßig. Ich habe deshalb keine andere Erklärung, als dass Staatsanwaltschaft und Polizei hier nicht nach objektiven juristischen Maßstäben vorgegangen sind, sondern sich davon beeindrucken ließen, dass der Strafantrag von mehreren bekannten Politikern kommt. So operiert nur ein Unrechtsstaat. Diese ganze Posse unterstreicht nur einmal mehr, dass auch die AfD wie die NPD nur Establishment ist. Sie kultiviert, zugegebenermaßen mit wachsendem Erfolg, die Illusion, dass sich doch mal eine Partei der wirklichen Nöte des deutschen Volkes annehmen würde. In Wahrheit betreibt die AfD aber den Erhalt und sogar Ausbau zum Beispiel der Beleidigungs-Unrechtsjustiz. Eine Verbesserung für Deutschland, eine Alternative zum sogenannten Unrechtsstaat, bietet die AfD keinesfalls. Das war also 2016. Am 30. Januar 2020 verkündete die sogenannte Weltgesundheitsorganisation WHO eine internationale Gesundheitsnotlage durch ein angebliches Coronavirus. Am 11. Februar 2020 verkündete die WHO den Namen einer angeblichen Krankheit Covid-19. Am 11. März 2020 verkündete die WHO eine weltweite Covid-19-Pandemie. Zur Erinnerung, die WHO war treibende Kraft bei der Schweinegrippe-Panik, die dann zur Pandemrix-Katastrophe geführt hat. Im September 2018 veröffentlichte der Spiegel eine Meldung: Ignorierte Impfstoffrisiken, Nebenwirkung Vertrauensschwund. Der Pharmakonzern GlaxoSmithKline hat Hinweise auf Nebenwirkungen seines Schweinegrippe-Impfstoffs ignoriert. Das ist doppelt fatal für die Betroffenen und für die Debatte um Impfungen allgemein. Rückblickend war die Schweinegrippe-Pandemie in Wahrheit eher eine weltweite Massenhysterie. Heute kann man kaum noch glauben, dass alles wirklich so passiert ist, wie es passiert ist. Kann nicht fassen, dass niemand irgendwann auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat: Leute, jetzt wacht doch mal auf. Wie aufgescheuchte Hühner saßen die Seuchenschützer der Weltgesundheitsorganisation WHO in den frühen Morgenstunden des 24. April 2009 zusammen. Es war die erste Krisensitzung. In den Köpfen der Teilnehmer spukte das Bild einer verheerenden Schweinegrippe-Pandemie mit Millionen von Toten. Die Angst im Raum war greifbar. Leute, jetzt wacht doch mal auf. Das steht so im Spiegel vom September 2018. Der sogenannte öffentlich-rechtliche Fernsehsender SWR produzierte in den Jahren 2017-2019 eine Sendung, die im April 2020 ausgestrahlt wurde. Die WHO am Bettelstab. Was gesund ist, bestimmt Bill Gates. Im dazugehörigen Text auf der SWR-Homepage heißt es dazu, Stand September 2020: Die Weltgesundheitsorganisation WHO wird mittlerweile zu 80% von privaten Geldgebern und Stiftungen finanziert. Größter privater Geldgeber ist die Bill und Melinda Gates Stiftung. Seit der Jahrtausendwende hat die Gates Stiftung der WHO insgesamt 2,5 Milliarden Dollar gespendet. 1,6 Milliarden davon für die Ausrottung von Polio, Kinderlähmung. Insgesamt gibt die Stiftung jährlich 4 Milliarden Dollar aus. Problematisch ist, dass Bill Gates durch seine Stiftungen seine Vorstellung von Gesundheitsförderung durchsetzt. So investiert die Gates-Stiftung vor allem in technische Maßnahmen gegen Infektionskrankheiten, zum Beispiel in Impfkampagnen und die Verteilung von Medikamenten. Im Oktober 2019 gab es das Corona-Planspiel Event 201 und das Unheil nahm seinen Lauf. In Deutschland wurde zunächst relativ gelassen reagiert. Der sogenannte öffentlich-rechtliche Fernsehsender ZDF veröffentlichte im März 2020 einen Videobeitrag: Coronavirus, milde Erkrankung. Die Videobeschreibung lautet:
Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Politik und Wissenschaftler betonen erneut, dass es keinen Grund zur Panik gebe. Virologe Drosten bezeichnet Corona als milde Erkrankung. Hinweis, dieses Video ist am 2. März 2020 erschienen. Aber mitten in dieser relativen Ruhe tobte eine Partei, weil es eben keine Corona-Panik gab, und zündete dagegen ein maßloses Feuerwerk von Horrorprophezeiungen, die AfD. Die Parteivorsitzende Alice Weidel hielt am 4. März 2020 im Bundestag eine Rede, die noch im YouTube-Kanal der AfD zu sehen ist. Corona-Krise lässt sich nicht wegschwätzen. Am 12. März 2020 veröffentlichte Weidel bei Twitter einen Tweet: Dänemark, Tschechien, Italien und weitere EU-Länder reagieren. Sie stellen das öffentliche Leben praktisch ein. Nur in Deutschland kann sich Covid-19 ungehindert ausbreiten. Das wird fatale Folgen haben. Die Regierung muss jetzt endlich angemessene Schritte einleiten. Hashtag Corona Deutschland. Am 13. Mai 2020 kam das Video Corona, kein Grund zur Panik, Punkt Peradovic mit Dr. Wolfgang Wodak. Wodak widerlegt die ganzen Behauptungen von einer gefährlichen Corona-Pandemie, indem er auf die eindeutigen Tatsachen hinweist, die für jeden offen zugänglich sind und die deshalb auch von jedem berücksichtigt werden müssen. Und was macht die AfD? Über zwei Wochen später, am 29. März 2020, steht auf der AfD-Seite ein Text von Alice Weidel: Die Corona-Krise erfordert drastische Maßnahmen. Angesichts des exponentiellen Wachstums der Zahl der Infizierten auch in Deutschland und des zu erwartenden rapiden Anstiegs der Todesopfer ist das drastische Herunterfahren des öffentlichen Lebens für einen begrenzten Zeitraum fraglos das Gebot der Stunde. Covid-19 ist eben keine gewöhnliche Grippe, wie selbst der Bundesgesundheitsminister noch vor zwei Monaten fahrlässig behauptete. Im Grundgesetz stehen als Grundrechte unter anderem das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, die ungestörte Religionsausübung und das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln, sowie Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Dagegen fordert die AfD drastische Maßnahmen, namentlich das drastische Herunterfahren des öffentlichen Lebens. Warum? Gab es überhaupt irgendeine Seuchengefahr? Gab es einen drastisch erhöhten Krankenstand? Gab es eine drastisch erhöhte Sterblichkeit? Welchen Beweiswert hat ein PCR-Test? Welche Glaubwürdigkeit haben Corona-Totenscheine? Was ist gemeint mit Intensivbettenlüge? Worin unterscheidet sich die sogenannte Covid-19-Krankheit von der Grippe? Und wenn es eine Seuchengefahr gibt, welchen Nutzen haben Masken? Welchen Nutzen haben Lockdowns? Welchen Schaden verursachen Masken? Welchen Schaden verursachen Lockdowns? Haben AfD-Politiker Masken getragen? Haben AfD-Politiker sogenannte Corona-Tests gemacht? Richtig, die AfD hat einen triumphalen Sieg errungen. Die breite Masse wurde von der Panikseuche infiziert. Die massenhafte Freiheitsberaubung wurde durchgesetzt. Ja, die AfD war treibende Propagandakraft für drastische Maßnahmen. Die AfD war treibende Propagandakraft für das drastische Herunterfahren des öffentlichen Lebens. Die AfD war treibende Propagandakraft gegen die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Die AfD war treibende Propagandakraft gegen die ungestörte Religionsausübung. Ein Parteiverbot der AfD will ein notwendiges Zeichen dafür setzen, dass auch in der Politik Wahrheit und Gerechtigkeit gelten müssen. Wir sind nicht auf Erden, um in unsere Häuser eingesperrt zu werden, sondern wir sind auf Erden, um Gott in Liebe und Treue zu dienen, auch durch das sakramentale Leben, namentlich in der Versammlung beim heiligen Messopfer. Jeder Mensch, auch der auf das Grundgesetz vereidigte Politiker, muss handeln gemäß den Anfangsworten des Grundgesetzes, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott. Amen.